Wir starten mal wieder mit einer kleinen Eilmeldung, mal endlich wieder von draußen. Keine Sorge, ich bin nicht vor den Kätzchen geflohen, da ist alles ruhig an der Katzenfront, aber ich dachte, ich nutze das einigermaßen für gute Wetter mal aus und rede mal wieder von draußen mit euch. Denn wir müssen schauen, was im Lande Absurdistan so abgeht. Denn, ja, wir wissen, irgendwer hat die Kiste mit den Idioten offen gelassen und ich sage das fast jedes Mal, aber die nächste Verschwörungstheorie wird auch wieder Realität. Also langsam ist es nur noch schwer zu toppen. Aber worum geht's diesmal? Der Fokus hat berichtet, ist unten verlinkt, unter Berufung auf eine dpa-Meldung, dass sich die Gesundheitsminister der Länder darauf einstimmig geeinigt haben, beschlossen haben, also sie wollen es noch beschließen, aber sie haben sich bereits einstimmig darauf geeinigt, dass sie es tun werden, dass die angebliche in Klammern Not, Klammer zu, Lage von, ihr wisst schon was, nationaler Tragweite, dass die auch über den 11. September hinaus verlängert wird. Also alleine das Datum ist ja schon ein Grund, um vielleicht mal aufzuhorchen, aber okay, das wird jetzt, da könnte man jetzt viel reininterpretieren, man kann es aber auch lassen. Man will also die Notlage, die jetzt plötzlich nicht mehr Not, sondern nur noch Lage heißt, kommen wir gleich dazu, die will man auch über den September hinaus verlängern. Das gibt eben jenem Candy Crush Turnier und dem Spani samt Ministerium mal wieder, oder was heißt mal wieder, hat er die ganze Zeit, das bedeutet, dass eben jener Spani auch weiterhin an den Parlamenten weitestgehend vorbeiregieren darf, per Verordnung wohlgemerkt. Also herzlichen Glückwunsch, das nennt man dann Demokratie. Kurz vor der Bundestagswahl soll das anscheinend nochmal durchgepeitscht werden. Aber da sind nun zwei Sachen, die ein bisschen stutzig machen, denn zum einen heißt es jetzt nicht mehr laut dpa die pandemische Lage, nee, die epidemische Notlage von nationaler Tragweite. Ihr wisst ja, also die Notlage halt, das hat man ja immer extra betont, dass da eine Not vorhanden sein soll. Jetzt ist es nur noch die epidemische Lage von nationaler Tragweite. Also jetzt kann man da natürlich überlegen, was zur Hölle ist denn eine epidemische Lage? Also ist das jetzt, wenn da das Schnupfen umgeht? Ist das, wenn da drei Leute im gleichen Ort Dünnpfiff haben? Oder ab wann ist denn eine epidemische Lage gegeben? Also die Not hat man jetzt offensichtlich rausgestrichen, weil scheinbar selbst dies, wie der digitale Chronist immer sagt, Nebuchanten klar geworden ist, lässt sich nicht mehr so gut verkaufen, die angebliche Not jetzt, wo eindeutig bewiesen ist, dass das Gesundheitssystem zu keiner Zeit irgendwo überlastet war in Absurdistan. Hatten wir ja alles schon. Ist jetzt also keine Notlage mehr. Es ist jetzt nur noch eine epidemische Lage von nationaler Tragweite. So, und jetzt müssen wir uns aber anschauen, was die Begründung ist. Denn Leute, kein Scheiß, kein Schildbürgertum. Sie haben sich darauf einstimmig verständigt, denn es ist absehbar, haltet euch fest, dass auch nach dem 11. September die politischen Maßnahmen weiterhin gelten werden. Es wird auch nach dem 11. September weiterhin Maßnahmen geben und deswegen ist man offensichtlich der Meinung, die epidemische Lage verlängern zu müssen. Ach, ist euch aufgefallen, was die gerade machen? Man hat ja bisher immer argumentiert, ja, die Zombie-Seuche und Gefahr hier, Gefahr da. Jetzt argumentiert man nicht mehr, dass da Gefahr von der Zombie-Seuche ausgeht. Jetzt argumentiert man ganz offen, ohne dass es den Medien kritisch auffällt. Ja, wir haben ja sowieso vor, die Maßnahmen noch in Kraft zu behalten. Die sollen weiterhin gelten und deswegen verlängern wir die Lage auch noch. Das ist geil. Mittlerweile ist es ein reiner Selbstzweck geworden. Ich glaube, da muss man nicht mehr viel zu sagen. Die angebliche Not ist gestrichen worden. Jetzt ist es nur noch die Lage. Und sie besteht jetzt auch nicht nach dem 11. September weiterhin, weil es angeblich gefährlich wäre, per Definition. Oder per Argumentation der Gesundheitsminister. Nein, sie besteht jetzt weiterhin, weil absehbar ist, dass die Maßnahmen weiterhin gelten. Es ist geil, weil die politischen Maßnahmen gelten, bleibt die epidemische Lage bestehen und die Maßnahmen gelten weiter, weil die epidemische Lage bestehen bleibt. Ja, da ist der Stammbaum im Kreis von diesem ganzen Irrsinn. Und das ist kein Scherz, das ist keine Satire, es ist unten verlinkt, lest es euch durch. Also muss man nicht weiter fragen. Die Grundrechte-Aushebelung scheint in Stein gemeißelt zu werden, beziehungsweise weiterhin manifestiert zu werden. Es ist auch nicht absehbar, dass der Bundestag da vielleicht mal reingrätscht oder so. Man kann davon ausgehen, das wird durchgewunken. Das wird so wohl mehr oder weniger einstimmig verabschiedet werden. Und dann haben wir die epidemische Lage zum Selbstzweck, weil ja die Maßnahmen weiterhin bestehen. Und die Maßnahmen bestehen weiterhin, weil wir die epidemische Lage haben. Es ist so schizophren, was die abziehen. Aber ein Großteil der Menschen in Absurdistan, der nickt das ab, der nimmt das hin, der hinterfragt da gar nicht mehr. Und Verzeihung, da will man sich nur noch gegen Kopf fassen oder gegen Kopf schlagen an der Stelle. Wobei, es macht es auch nicht besser. Am Ende hat man nur Kopfschmerzen und naja, hat man nichts weiter davon.
Ja, das soll es erstmal gewesen sein, klitzekleine Eilmeldung. Die epidemische Lage bleibt bestehen, weil absehbar ist, dass die Maßnahmen länger gelten werden. Es ist wirklich krank, was in diesem Land abgeht. Und die gleichen Figuren, die so eine Scheiße verabschieden, stellen sich hin und berufen sich auf die Wissenschaft. Ach so, ja, wenn man sich die Wissenschaft, wenn man selber definiert, was Wissenschaft ist und was nicht, da gibt es traurigerweise immer irgendwie noch ein paar Deppen, die das Ganze, die da in der ersten Reihe mit den Fahnen marschieren und das, naja, so religionsmäßig in die Menge tragen, beziehungsweise wir wissen ja, was mit Kritikern passiert, die da mal ein bisschen nachfragen, hey, was soll denn das? Die werden ja in der Regel sozial geächtet, wirtschaftlich geächtet, medial massiv geächtet und nicht selten auch zensiert.